Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, still every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. So, 2 Sekunden noch, dann geht es wieder los. Ich bin's mal überhaupt nicht bereit. Jetzt geht's los. Wir nähern uns der Front. Schön. Mit sämtlichen Fahrzeugflugzeugen, die es überhaupt gibt. Jetzt wir haben hier die Deutschen unterwegs, der AE-68, AU, der B2, wir haben die Y-90, die Japan. Ey, wir haben so viele verschiedene hier dabei. Jetzt werden wir uns mal ein bisschen beschleunigen. 3 Kilometer, ist das die Höhe oder was ist denn das? Was heißt die 3 Kilometer? So, ab geht's. Kann ich nicht wieder anfangen. Ui! Ui! Oh! Vorsicht! Der Gegner zieht große Truppen nahe dem Flugplatz zusammen. Ja, das sehe ich langsam. Unser Eck ist beschädigt dank der Flugabwehr. Teilweise wie einsatzbereit, naja. Wir haben Meter. Wir haben sie schon die erste genommen. Ja, weil jeder haut erstmal ab zum Flugfeld, habe ich das Gefühl. Flugfeld ist zentral. Ja, ich habe gerade einen Heck repariert und jetzt kommt ihn an den Heck ran. Komm, dreh die Scheiße hoch. Komm. Mal dreh, Alter. Halleluja. Das ist jetzt gesperrt, okay. Aber hier noch welche drin oder was? Alter. Jo. Läuft. Wir übernehmen das Ganze hier. Gut, weg ist er. So, das ist jetzt unser ja. Können wir uns mal kurz noch den ja? Deutschen, was ist das? Ja, die ARS ist. Ich mache hier Verteidigung auf dem Flugplatz jetzt. Hier ist so verdammt viel los auf immer. Das hier, ach die AE-109, ist das? Oh, mein Flügel ist beschädigt. Leute, mein Flügel ist beschädigt. Ich muss mit den Heckklappen arbeiten. Oh, ist das fies. Oh, ist das richtig fies, so zu fliegen. Aber jetzt können wir langsam die Musik wieder machen, das geht. Das fliegt weg. Ist hier sonst irgendwo einer? Hier. Hier kommt's an. Ah. Wo sind bloß die Schwachstellen? I-5. Was ist das hier noch? Sowjetunion. Ja, weg ist er. Nice. Man müsste eigentlich mal die Schwachstellen von den Flugzeugen kennenlernen. Also man muss schon sagen, ich halte mich sehr lange im Leben.
40. Komm, wieder schauen, wieder schauen. Da haben wir was zerstört von ihm. Auf ihn nur jetzt. So, und weg ist er. Oh, ich habe eine Medaille bekommen. Nice. Ich habe 23% Leben. Hier hängen uns... Hinter mir hängen welche. Das sind welche. Kannst du mal schön vergessen, das ist unsere Basis hier. Kunde. So, jetzt kümmern wir uns aber nicht mehr um die anderen, das ist... sich schnell verschlechternde Wetterverhältnisse erhalten. Unterstützung muss bald eingestellt werden. Haben Sie verstanden? Oh, der gesagt, komm. Komm, 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 komm. In your face, in your face. Big in your face. 4000 Punkte habe ich. Ja. Sehe ich gerne ein. Meter hoch. Hier nehmen wir die unteren erstmal. Nehmen wir erstmal die unteren. Hier wütet ein schwerer Sturm. Können nicht weiter. Kehren zur Basis zurück. Verstanden? Und nächster. Nächster. Bleiben Sie wachsam, Piloten. Große Gegnerverbände wurden über dem Flugplatz gesichtet. Jo, wie kümmere ich mich gerade mit? Bleibt doch mal chillig, Leute. Ich bin bisher am besten mit den Japanern unterwegs. Das macht richtig Spaß. Flügel. Weg ist ab. Das kannst du vergessen, das ist mein guter Kumpel, das ist mein Freund. Strengen Sie sich an, wir verlieren das Gefecht. Jetzt Flügel ist beschädigt. Oh! Fuck! Alter, ich hab mich komplett durchgeschlagen mit dem. 8000 Punkte. Fucking yes. Holy fucking yes. Es war ein knappes Rennen. Es war ein wirklich knappes Rennen. Wir können jetzt gleich mal gucken. Das alte Rennen müsste auch schon vorbei sein. Wie es denn da aussieht. Und dann wird auch langsam die Zeit rein sein, dass ich die Videos schneide und bald aufräume. Gucken wir mal. 7. Ah ja! Yeah. Polargebiet. Winterkrieg ist 21. Oktober. Nice. Sehr nice. Und was haben wir als Punkte bekommen? Wartung. Cockpitpanzerung. Verbesserung. Ui.
Da gab es ja ein paar Pünktchen. Folgen. Nur mal abbrechen. Den hier. Erforschen für 105. Ja. Ja, wir können eigentlich durchgehen. Erforschen. Und natürlich auch ein Einbau. Erforsch. Ne, komm mal. Den hier müssen wir erforschen. Dann könnte man den Kurier freischalten. Der hat zwei Waffen. Gut, ich glaube, darum kümmern wir uns nächstes Mal. Erstmal zwei Spiele wieder hier. Leute, mir gefällt's, muss ich sagen. Oh, man sieht sogar die Uhrzeit. Leute, wir sind im Krieg. Musik, Partystimmung aus. Leute, ciao. Auf Wiedersehen.